大家好，我是毕胜老师，欢迎大家回到柏林广场。我们又要开始新的一小节的学习。那么在这一小节当中，我们要完成书本97页的一篇 Lesen 和一篇 Hören。 好，今天的任务比较重，我们马上就开始。首先第十题，这是一个比较有意思的一个 Lesen 题型，我们以前可能没有碰到过。Lesen Sie ein bis vier unter den Text. Ordnen Sie die Fragen den Antworten zu. 这题是怎么回事呢？首先我们可以看到这边有一至四，四句话。严格说来呢，是四个问题。因为我们接下来面对的这篇文章是一个采访。采访这个对象我们可以看图片。叫做 Karin Danner。这个人的身份图片下方也给我们解释了。Sie leitete die Abteilung Frauenfußball bei FC Bayern. 哦，原来她是拜仁慕尼黑女足部她下面的这个领导。然后我们可以看到左边，书上左边呢是正文，但是有四个地方，这个一就应该是 interviewer, 采访者的提问是空掉的。所以相信大家已经明白这题要干嘛了。上面四个问题请根据文章这个顺序将这四个问题呢填进去。那么首先还是希望大家自己动脑筋。好，那么我们把答案给大家说一下，正确的顺序应该是3 2 4 1。我们看第一个问题，三，他说了什么？ Wie haben Sie mit dem Fußballspielen angefangen? Das war doch sehr ungewöhnlich für ein Mädchen. 请问您是怎么开始踢足球的？这对于一个姑娘而言是不太常见的， ungewöhnlich 就是不太常见的，或者也可以翻译成奇怪的。那我们这位 Karin Danner 他是怎么回答的呢？ Naja, wissen Sie, ich habe vier Brüder und nach der Schule sind wir alle auf den Bolzplatz gegangen und haben gekickt, wie man damals noch gesagt hat. Mit 12 Jahren bin ich dann in einen Verein, den SV Worms Hochheim. Meine Mutter hat mich einmal jede Woche fast 50 Kilometer zum Training gefahren. Das war vielleicht schon ungewöhnlich.看起来他这踢足球啊也有很多的家庭原因，因为他有四个兄弟 Brüder, vier Brüder, 然后他们一下了课 nach der Schule, 就是放学之后就会到这个叫做 Bolzplatz, 这个词它就是表示儿童足球场，就是给小孩子踢足球的地方 Bolzplatz。 好，然后我们就去了这个地方，然后呢 gekicked, 那么这个动词原形就是 kicken, 也就是指踢足球啊，那么人们当时是这么叫的，因为这种词比较口语化啊，小孩子说踢足球我们就说 kicken kicken, 所以这个 V 引导这个从句，意思就是说正如同人们当时还这么说的。然后呢，当他12岁的时候，我就已经加入了这个俱乐部，是在这个沃尔姆斯 Hochheim 的一个 SV, 那这边这个 SV 应该就是 Sportverein 运动协会。Meine Mutter hat mich, 这一句呢就是说，那我妈妈每周三次开着车把我送去训练，然后要开多远呢？几乎要开50公里。这边有一个请同学们注意啊，这边这个 fahren, 我们以前说 fahren, 不及物，对不对？比如说我们开车去什么地方，我开车去德国呢，可以说 ich fahre nach Deutschland。去德国就应该是一个方位补助语，但是现在呢，这个发横也可以另外看作及物动词，这个时候表示就是载着某人，开车载着某人，像这个地方 mich 就是发横的四个宾。那么他自己也说，这个事情可能本身已经很不寻常，凶 ungewöhnlich。 好，然后应该是第二个问题， Wie sind Sie zum FC Bayern gekommen? 你怎么会加入到这个拜仁慕尼黑的？回答是
Mich hatte der FC Bayern entdeckt und dann habe ich 7 Jahre dort gespielt. 拜仁慕尼黑发现了我，发掘了我 ，entdecken 发现，发现了我。我也在那边踢了七年的球。Sogar einmal in der Frauennationalmannschaft, ein tolles Gefühl. 甚至我能代表国家女足队踢了一回比赛，感觉太棒了。好，然后应该是第四个问题。Mit 25 Jahren haben Sie sich dann zurückgezogen. Warum? 这边的动词是 zurückziehen, 这边就理解为退役，退下来了。25岁的时候您就已经退下来了，为什么呢？回答 Das hat private Gründe. 这是有私人的一些原因的。Und der Frauenfußball war damals auch noch nicht so entwickelt wie heute.这边呢用了一个 so wie 和什么什么一样这样的一个句型。Damals 这个词我们知道就是当年，合在一块的意思就是，那么女足在当年呢并不是，这个 so 还被否定掉了， nicht so 并不是 so entwickelt 这么发达的，像今天一样发达的。Heute stehen eine gute Spielerin alle Türen offen。这句话呢请同学们一定要分析一下这个语法。注意这边的主语是 alle Türen, 在很后面，这是主语，所有的大门。动词是 stehen 我们知道是一个不及物的动词。所以这边 eine guten Spielerin, 一个好的女运动员，就是三格。那么这个三格怎么理解呢？就对于她而言，对于一个好的女运动员而言，所有的大门都是开放着的。那么后面冒号说明一下，他这个意思什么意思呢？ Beruflich, sportlich und natürlich finanziell, 不管是职业方面、运动方面，甚至包括是这个金钱方面，所有的大门都像一个好的运动员会敞开。好，然后我们最后一个问题就应该是第一个问题。Und noch ein Blick in die Zukunft, wer wird Deutscher Meister? 那么我们再展望一下未来， ein Blick in die Zukunft 就是Blick 就是一个目光，往将来我们再看一眼，那么谁会是德国的 Meister, 就是德国冠军呢？回答 Das Niveau in Frauenfußball wird immer besser. 德国女足的水平在不断的上涨。Also, drei Mannschaften haben echt gute Chancen und der FC Bayern ist dabei. 他说有三支球队真的很有实力，很有机会。然后呢，我们拜仁慕尼黑也是在此之列。Wie sagt unser Kaiser immer, schauen wir mal? 啊，我们的皇帝经常说什么来着？啊，我们看看，这个话没有讲完。那么在上一篇阅读里面，我们其实已经有简单提到过，皇帝贝肯鲍尔，他对于这个拜仁慕尼黑影响力是非常巨大的。OK, 好，这是我们这篇阅读，接下来我们准备做听力。Volker Müller, aktives Vereinsmitglied.这题要求大家听完之后做选择题。我们也可以先看一眼图片，图片上这个人物叫做 Volker Müller, 他是一名积极的这个协会成员。那么这边图上很清楚，足球协会。好，请大家首先听一下听力。11. Volker Müller, aktives Vereinsmitglied. A.Hallo Herr Müller, können Sie sich bitte kurz vorstellen? Ich heiße Volker Müller, bin 52 Jahre alt, wohne seit meiner Geburt in Neustadt und von Beruf bin ich Ingenieur. Welche Hobbys haben Sie? Nordic Walking, Radfahren, Lesen und natürlich Fußball. Wer ist Ihre Lieblingsmannschaft? Ja, natürlich der FC Bayern München. Das ist für mich der beste Fußballverein in Deutschland.Sind Sie auch Mitglied in einem Verein? Ja, aber nicht beim FC Bayern. Ich bin sogar Mitglied in zwei Vereinen. Ich bin im Radsportverein und aktives Mitglied im Fußballverein Fortuna Neustadt. Was heißt aktives Mitglied? Das heißt, ich spiele aktiv Fußball bei der Fortuna. Genauer gesagt bei den alten Herren. Spielen Sie jedes Wochenende? Klar.Zweimal in der Woche haben wir Training und am Sonntag spielen wir. Gibt es bei der Fortuna neben dem Fußballspielen auch ein Vereinsleben? Natürlich.
Das Vereinsleben ist wichtig. Ich bin mit Menschen zusammen, die das gleiche Hobby haben wie ich. Wir sind alle über 50 Jahre alt, aber wir machen immer noch gerne Sport und wir feiern gern. Gibt es noch andere Vereine in Neustadt? Oh ja, am größten sind der Tennisverein und der Turnverein. Und dann gibt es noch den Radsportverein, den Wanderverein, zwei Karnevalsvereine und noch viele mehr. Es sind fast 100 Vereine. Gibt es auch ausländische Mitbürger in den Vereinen? Klar, bei der Fortuna spielen junge Spanier, Türken, Polen und so weiter. Die Jugendmannschaften der Fußballvereine würde es ohne die ausländischen Jugendlichen überhaupt nicht mehr geben. Und bei den alten Herren spielen auch 4 oder 5 Ausländer mit. Wobei die meisten schon seit vielen Jahren in Neustadt leben und arbeiten. Welche Probleme haben die Vereine heute? Das ist von Verein zu Verein sehr verschieden. Aber das größte Problem ist der Nachwuchs. Viele junge Leute gehen heute nicht mehr in einen Verein. Das ist schade. Haben die Vereine auch eine soziale Funktion? Ja, das ist sehr wichtig. Die Mitglieder treffen sich ja nicht nur bei den Spielen oder zu den Vereinsabenden, sondern auch zu Jubiläen, Geburtstagen und anderen Feiern. Ganz wichtig, die Menschen sprechen miteinander. Sie bleiben auch nach den Sitzungen noch da, trinken ihr Bier, freuen sich und so weiter. Danke für das Interview, Herr Müller. OK, 那么老规矩啊，我们先看一下听力的原文，我给大家讲解一下。Müller 先生，你好，能否首先做一个自我介绍 ？Kurz sich vorstellen， 简单的自我介绍。然后 Volk Müller 就回答了，我叫 Volk Müller， 今年52岁。然后呢，从我出生开始 ，seit meiner Geburt， 从我出生开始，我就生活在 Neustadt 新城。那么职业方面呢，我是一名工程师。记者问，那你有什么 hobby 吗？你有哪些 hobby？ 那么他的回答，第一个是叫做 Nordic walking， 这是个英语词。这边给大家找了一张图片，可以看一下啊。这其实是德国近两年来新的一项运动。大家可以看图片啊，其实就是一种 walking， 就是一种漫步。但是人们在运动的时候呢，会带着一根特制的手杖。你看每个人手上就是双手各持一根手杖，这种手杖是特制的，专门是适合这种野外的这个漫步。好，我们了解一下就行了啊。Nordic walking， 然后呢骑自行车 ，lesen 啊阅读看书，当然还有足球。好，那么记者就问了 ，Wer ist Ihre Lieblingsmannschaft？ 那么请问您最喜欢的球队是哪个啊 ？Natürlich der FC Bayern München， 回答非常简洁，当然是拜仁慕尼黑啊。对于我而言 ，das ist für mich。对于我而言，这是怎么样？德国最好的足球俱乐部。好，然后记者又问他：“那您自己也是一名这个协会的成员吗 ？”Mitglied 成员。Ja, aber nicht beim FC Bayern。是的，但我并不是这个拜仁慕尼黑的这个会员。可是呢，我可是两个会员。参加了哪两个协会呢？第一个是 Radsportverein。然后呢，第二个是 Fußballverein Fortuna Neustadt， 所以第一个就是自行车协会，另外我也是 Fortuna Neustadt 足球协会的积极成员，或者我们理解为主力成员。这边主要强调这个 active。至于这边这个单词 Fortuna， 本意指的是西方神话中的这个命运女神或者说是幸运女神。那在这里其实指的就是慕尼黑的这个一个球场，这个球场叫做 Fortuna。好，那么记者的问题回答了刚刚这个 active 这个形容词上面。那么什么叫做积极的成员呢？ Was heißt aktives Mitglied？ 那么回答就是说，这就意味着我经常踢足球，在 Fortuna 这个地方踢足球。Fortuna 刚刚说明过是慕尼黑的足球场。那么确切的说，进一步说 ，genauer gesagt 这个地方。Genau， 你可以不用比较级，就是确切的说，那么你也可以再强调一下，变成比较级，更进一步说，更确切的说 ，genauer gesagt， 我是在这个 Alten 这组里面踢，也就是在什么，字面是老的先生们，其实就是在老年组，
记者又问，那您每个周末都踢球吗？ Klar, klar 就是当然，是的。他说啊，每周我们要训练两次，然后呢，星期天踢比赛。看起来这个所谓的 aktives Spieler 还不是说，哎，我周末去踢踢球，我就是一个 aktives Spieler， 那定期参加训练的，然后去踢比赛的，这些才叫一个积极的成员。那么记者的下一个问题， Gibt es bei den Fortuna neben den Fußballspielen auch ein Vereinsleben？ 请问在 Fortuna 这个地方除了踢足球以外，那你们有没有一个协会的生活？ Natürlich, das Vereinsleben ist wichtig。 那么他的回答是，当然有的。所谓的会员生活 Vereinsleben， 我觉得其实就相当于我们的会员活动、成员活动、会活动、协会活动非常重要。我会跟一些跟我有相同爱好的人在一块，这里面这个 D 这部分引导的是一个关系从句或者定语从句，限定的就是前面这个 mention 啊，人们，怎么样的人们呢？和我有一样的兴趣爱好的人们。我们所有人都已经超过50岁了， Wir alle sind über 50 Jahre alt， 但是我们依然非常喜欢这个进行体育锻炼，然后我们也喜欢一块庆祝。记者继续问， Gibt es noch andere Vereine in Neustadt？ 那么请问在 Neustadt 这个地方有没有其他的一些协会呢？回答是有的。 Am größten sind der Tennisverein und der Turnverein。这边最大的就是网球协会以及呢体操协会， Turn 这边是体操的意思。 Und dann gibt es noch den Radsportverein, den Wanderverein, zwei Karnevalsvereine und noch viel mehr。 除此以外呢，我们还有自行车协会、漫步者协会，还有两个这个嘉年华协会，以及还有其他更多的，差不多有100个协会。Gibt es auch ausländische Mitbürger in den Vereinen？ 那么请问在这些协会当中也会有外国的公民吗？ Klar, bei der Fortuna spielen junge Spanien, Türken, Polen und so weiter。 是的，他以这个 Fortuna 这边的情况为，这边有很多年轻的西班牙人、土耳其人、波兰人都在这边踢足球。 Die Jugendmannschaften der Fußballvereine würde es ohne die ausländischen Jugendlichen überhaupt nicht mehr geben。 好，这句话看起来有点奇怪啊，大家可能第一眼没看懂。不急，我们来首先简单分析一下这句话的语法。先把主语给我找出来。仔细看，我们会发现动词现在有两个，第一个是 würde， 第二个就在句尾的 geben。然后根据 würde 这个词尾，我们能判断出来主语呢应该是S， 而绝对不会是上来的那个单词 die Jugendmannschaften， 因为这边是个复数，而 würde 是按单数在变化，所以只能是 S。 好，那么 würde geben 是什么意思？所谓的 würde geben 不就是 geben 的第二虚拟式形式吗？我们知道第二虚拟式形式是可以用 würde 加上动词原形来代替的，对不对？那再换个角度，现在的这个动词的意思不就是 s 加上一个 geben， s 加 geben， 同学们不要被这个马甲迷惑了，它其实就是 es gibt， es gibt， gibt 的原型是 geben， 然后我要把它变成虚拟式的语气，不就是 es würde geben。 所以这个词组你看上去好像很奇怪，其实它就是有存在。好，当中有一个 ohne 引导的借宾短语 ,ohne die ausländische Jugendlichen， 就是没有这些外国青少年，在这边呢其实相当于就是一种条件了，就是没有这些外国青少年的话，那么现在这个 Jugendmannschaften der Fußballvereine， 足球协会的青少年球队就几乎是没办法存在的。这边使用了第二句的意思，就是说现在是对现实的一个虚拟假设。因为事实是现在有这个青少年球队，对不对？那么假如说没了这批人，那么这个青少年球队也就不会存在，所以这是个假设，对现实的一个虚拟的假设。好，他后面又说，那么在老年组这边也有4个或者5个外国人跟我们一块在踢足球，
那么下面这个 wobei 在这里字面意思其实就是对前面这个事情在这个事情上面，所以他的意思就是说对前面这件事情的进一步的说明。 Wobei die meisten schon seit vielen Jahren in Neustadt leben und arbeiten， 其实呢这些人啊已经在 Neustadt 这个地方生活工作很多很多年了。好，记者又抛了这么一个问题，那么请问协会有什么问题吗？那么注意回答里面用了一个 von Verein zu Verein， 就是从一个协会到另一个协会，意思就是说协会与协会之间都有很大的不一样。但是最大的问题呢是 Nachwuchs 这个单词就是后辈新生力量后代。为什么会这样呢？因为 viele junge Leute gehen heute nicht mehr， 因为现在很多年轻人都不会加入协会了。 Das ist schade， 这实在太遗憾。 Haben die Vereine auch eine soziale Funktion？ 那么协会也有这个社交功能吗？Ja, das ist sehr wichtig. Die Mitglieder treffen sich ja nicht nur bei den Spielen oder zu den Vereinsabenden, sondern auch zu Jubiläen, Geburtstagen und andere Feiern. 他说非常的重要，因为这些成员并不是只是在踢比赛的时候见面，或者呢，就是说在协会之夜，协会搞的这个晚上的文化活动，而是呢会在 Jubiläen，就在周年庆上面，或者呢在生日，或者呢在其他的一些庆祝场合上面，大家都会聚会。Ganz wichtig， 特别重要的是 die Menschen sprechen miteinander， 特别重要的是大家相互能够在什么在说话，在沟通，在交流。Sie bleiben auch nach den Sitzungen noch da。 Sitzung 啊，这个词这边用了复数 Sitzungen， 它其实指的就是开会，那么这边其实就是指活动，大家就活动完了之后呢还在那儿要喝喝或者呢大家庆祝一下。好，这样子那么这个采访就结束了。好，那么我们看一下题目，题目呢比较简单，答案应该是 C-B-A-B。 第三题里面呢这个 A 里面有这个词组啊，叫做 sich engagieren， 这个词组就是表达的积极努力的投身做个某个事情或者承担一份责任。OK， 那时间关系，同学们，那这一小节就先到此吧，我们下一小节再见，拜拜。